Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3. Ich hoffe, ich habe meine Tonprobleme wieder in Ordnung gekriegt. Am Ende der letzten Aufnahme. Mit der ganzen Charakterentwicklung gab es ja dann ein paar Aussetzer mal wieder. Und sorry dafür. Ich habe mich, weil ich das ja jetzt nicht sagen konnte, für bei Astarion für ein Multibild entschieden und will mit ihm einen Gloomstalker machen. Also ein Waldläufer, der sich so in den Schatten versteckt. Und mal gucken, ob das so klappt. So, wir haben ja hier den Grimm, den ewigen Beschützer der Schmiede, vernichtet beim letzten Mal. Und eigentlich sind wir jetzt dann hier durch mit der ganzen Schmiederei-Sache. Wir können auch wieder zurückkehren in die Kolonie der Mykoloiden und mal den Kopf abgeben. Und mir fällt gerade auf, ich habe hier das Band auch nicht mehr. Also muss der gestorben sein, oder? Ich habe Should speak up. Peacebringer, be at home. Ja, hier ist Kopf. The Drow sought to shatter our circle. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life. And thus we name you Life Chanter. Tanz, tanz. As our circle grows, so shall your song. Wherever you go, only listen. And you may hear it. Stimme des Zirkels gewährt einem Verbündeten einen Bonus von +2 bei Würfeln auf Überzeugen. Also. Yeah. Mod. So, einmal zurück. Machen wir mal ein bisschen Pause hier mit dem. Wo ist denn hier unser Kerl schon wieder da hinten? Fate spins along as it should. Das ist immer ganz gut zu wissen. Dost thou require a new ally? Which of them dost thou require? This is the price of balance. Thou wilt now find them as they were, exactly as thou last remembered them. Dost thou require anything else? No. By doom and dusk, I strike thy name from the archives. So. Es macht man gerade eine Aufnahme, weil man denkt, das Kind da ist gerade in the sleep. Aber, als ob er das riecht. So, wir holen uns unser Geld wieder. Dread Nightly. Bitte. Like a wraith, a very impenetrable
Sehr gut. Never a dull moment. So, dann. Hier, Carla. Always at your side. What are you thinking about? Sounds boring. Ugh. So. Der hängt schon wieder hier bei Shadowheart rum. This vessel is at thy disposal. Do what thou wilt. This Stufenaufstieg. Live in more interesting times. Ich lasse ihn auf Barbar, glaube ich, weil die kriegen am meisten Lebenspunkte. So, er hat noch gar keinen Barbar. Aber er kriegt jetzt einen. No one back home will ever believe this. Das brauchen wir und das brauchen wir. So, und dann gehen wir einmal in the sleep. Here we go. Irgendjemand hier, der was quatschen will, Carla vielleicht? Ich glaube nicht. Oh, hi. Nichts Neues. Eieiei, das ist aber richtig schwer hier. Noch irgendwas Schweres, was wir wegmachen müssen. Sieht nicht danach aus, ob wir jetzt was spezifisch Schweres hätten. 6 Lagervorräte, 1 Lagervorrat. Irgendwas, was einmacht hier. Zack. Langer Ast. Da ist das. Oh. The cub holds out his leg, revealing a ragged wound. Heilkunde, weiß ich nicht, ob ich das so gut kann. Kann alles nicht, ne? Mal hier direkt mal speichern. Wollen die mir nicht wehtun, ne? Jo, und direkt nochmal laden. So ist das. The wound is superficial, the edges torn and jagged. Probably a Gnoll's crude blade. Wunde reinigen. Sowas von gereinigt. Aber sowas von gereinigt. The cub inspects the wound, giving it a curious peck. The little beast's quite charming once you get accustomed to the smell of rotting flesh. Ja, ja, Shadowheart, ja, ja. Was ist da hin? Hallo. Zirp, zirp. Immerhin haben wir jetzt den Hund, kommen wir ja nicht gekriegt. Aus eigener Blödheit. Ah.
So, dann gehen wir noch mal unsere Runde hier. Sehr schön. Still alive, so that's progress. This vessel is at thy disposal. Do what thou wilt. Jo. Thou art. So, Kana kommt wieder mit. Hey, you. Hell. So. Frage ist, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir eigentlich mal ist schon mal gucken. Was haben wir hier? Haben wir alles abgeschlossen? Reise über den Gebirgspass, Reise durch das Unterreich. Wir müssten jetzt eigentlich mal ich glaube, ich gehe erstmal oben in den Gebirgspass. Da ist nämlich noch ein ganzer Abschnitt, den wir noch nicht gemacht haben. Wo gehen wir denn da am besten hin? Das zerstörte Dorf. Flowers, leaves, grass. I was raised in the city. Can't beat it. I'm more used to feeling cobblestones underfoot than grass. So, wir müssen nämlich noch einmal hier oben hin. Hier, Reise über den Gebirgspass. Reise durch das Unterreich. Wir gehen erstmal hier in den Gebirgspass und ich würde auch ganz gern mal die Reise hier oben durch auch mal gucken. Also wir gehen erstmal hier hin, weil da ist noch so ein Abschnitt, den ich halt noch gerne machen würde. Da ist noch ein weiter Weg, also ja. Wir müssen jetzt hier mal... On my way. Nee, wir müssen in diese Richtung. Richtig, ja. Wird gespeichert? Okay. Warum das? Shouldn't nature be beautiful and serene? It looks so nice in the upper city parts. Upper city part? Swish. Never spent much time there myself. I'll happily take you if we survive this bug's banquet. Sounds good. I've always been curious what a patriarch looks like. Gab's hier nicht, ja, wir hätten auch nach hier gehen können. Hier ist nämlich dann noch der ganze Part, der mit Lazelle zu tun hat, die ja jetzt hier in unserem Playthrough weg ist. Bin mal gespannt, wie der sich jetzt ausspielt, wenn die nicht dabei ist. Look at that beast. Seems almost too big to take flight. It would be too much to hope that's nothing to do with us, wouldn't it? You go a lifetime without seeing them, and then they won't stop pestering you. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Come on!
Stop wasting time, Beretta. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. Can we kill them? Please. Pretty please. Den Drachen? Also ich weiß ja nicht, Astarion. So stark sind wir noch nicht hier. What easy prey you make, walking right within my blade's embrace. These creatures are so simple to ensnare, Beretta. You mule too much about your task. Forgiveness, Kithrak. And as for you, tell me, why shouldn't I run you through this instant? Weil ich der Gnomenbaba bin. Genau hier. Rrr. Komm, wir nehmen zumindest eine göttliche Fügung mit. Nee, ich bin nicht beeindruckt, der Kerl. Ja. You are a waste of flesh. Perhaps the worms will have use for you. Beretta, rid us of this worm. I need to continue the hunt for the weapon. At once. Hataka! So. Ist Yankee-Krieger, hä? Jump. Right, better get to it. Alle drei rein. So. Alle vier? Wo ist denn da noch einer? Da ist einer. Da ist einer. Da ist. Ach, hier hinten auch noch einer. Da habe ich auch noch mal reingekriegt. Schön. Perfekt. Und dann haben die jetzt ja. Die hat keine Leuchtkugel gekriegt, warum auch immer. Aber die anderen 8, die hat auch keine gekriegt. Warum nicht? Hm. Au. So, du? Sehe ich das richtig, dass du gerade nicht gesehen wirst? Dann... The subtle approach. On the way. Und... Flumm, würde ich sagen. Und weil es so schön ist und dich hier keiner sieht. Leave no trace. Flup, 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 flup. It's not blood. Zeit für den. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Panther? Eulenbär kommt. Eulenbär sieht bestimmt geil aus. Eulenbär. Was kann der denn? Wütend. Stärke und zwei Höhen verängstigen. Kriegt temporäre
Trefferpunkte. Woher? Also Kampfrausch. Okay. Bersten, dass die Erde bersten, dass Objekte, Kreaturen in der Nähe durchschlagen werden. Okay. 2d8 plus 1d4 plus 5. Ah, macht schon ordentlich Aua, ne? Heilung kann er auch. Okay. Auf wen gehen wir denn? Machen wir den hier platt, ne? No surrender. Und weg. Drei Attacken und... Aber ja, das ist schon übel. Der Rather. Habt ihr den jetzt gesehen? Das ist Astarion. Sie hat ihn gesehen, okay. I won't give in. Aber Beretha, ich muss dir sagen, hier ist noch der Gnomenbarbar noch in der Nähe. Der hat was dagegen, wenn man Eulenbären angreift. Astarion ist festgehalten und kriegt Crit ab. Nicht so geil. So, Eulenbär, räche dich. Bom. Und 20 Schaden, das ist schon mal weh. Hinterher. Alles klar. Easy peasy. Unusual runes are etched on the slate, forming an array of arcs and circles. Super, gib dem Barbaren was für arkane Kunden, ne? Nee. You learn nothing from the slate. What's in here? Ich bin schon wieder überlastet hier. Naja, ich müsste nur irgendwie auch mal verticken gehen, ne?
Was sind denn hier mit der Armbrust, die wir hier bekommen haben? Ah, hier haben wir noch coole Stiefel gekriegt, ne? Coole Stiefel. Schwert der Schreie. Bis 1d8 plus 5. 1d8 plus 4. Dann haben wir noch halt noch psychischen Schaden. Wenn der Träger im Kampf spurtet, das ist eigentlich auch besser für ihn. Das ist mittlere Rüstung, ne? Kann er das? Rüstung. Mittlere Rüstung kann er inzwischen. Wahrscheinlich, weil ich ihm den Waldläufer dazu gegeben habe. So, muss man noch ein bisschen was rüberschieben hier. Aber du kannst noch ein bisschen was nehmen hier. Dolch plus 1. Das ist ja alles schon so. Das ist eine Githyanki-Armbrust, die macht 5 bis 14 Schaden. Ja. Brauchen wir jetzt auch mit keinem, ne? So wichtig zumindest. Trank der Unsichtbarkeit. Immer gut zu haben. So. Weiter looten. Sieht so aus, als ob wir jetzt hier alles hätten. So, und dann... gehen wir hier weiter. Ich glaube, da kommt nämlich jetzt gleich ein Wegpunkt und dann nutzen wir den Wegpunkt, um nochmal Sachen zu verticken. Abschnitt ist auch eine Händlerin, das weiß ich. Bin jetzt auf dem Wegpunkt. Hier unten nämlich. Sehr freundlich bin ich, ne? Sweet, sweet blessing, my dear. You know, I've had nothing but trouble all day. I've been accosted, chased, insulted. Look over there. Do you see that wretched little hive? Jetzt gerade nicht so. Achso, du... Yeah. It may look like a peaceful ruined temple, but it is overrun with brutish, stupid, rude Githyanki. So was. They have the audacity to call that hole a creche, as if it weren't actually a murderous training camp. Honestly, I was doing them a favor offering to buy one of their eggs. And how am I repaid? Attacked and run off like some transient. Na, sei froh, dass du noch lebst. What?
No, of course not. I was merely... Well... Look, it's just an egg. The Society of Brilliance asked me to acquire one of their row so they can incubate it and, once it hatches, raise the spawn in their tradition. The Society believes a Githyanki raised in a peaceful, nurturing environment can overcome its violent nature. Hogwash, of course. A Githyanki can no more rise above its nature than gnomes can fly. Oh, ich würde jetzt nicht sagen, dass Gnome nicht fliegen können. You've been sipping from the same goblet as the Society. Perhaps you'd be willing to help then, to prove your point. They may have chased me away, but surely the Gith would welcome a person with such sympathetic views to their creche. And once inside, you could simply purloin an egg. Hmm. You'll be well compensated, of course. Just bring me an egg. Hmm. I should hope so. When adventure calls, I am always thoroughly prepared. Take a look. Nur 618. Hmm. Okay, also los. So. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen verkauft, bis sie kein Geld mehr hatte. So, und jetzt können wir mal gucken, was sie hier noch gibt. Waffenlose Angriffe interessiert keinen. Rüstungsklasse 10, Anmut der Katze. Also Anmut der Katze und dein Geschicklichkeitswert wird bis um 2 bis maximal 20 erhöht. Ja. Weil es ein Bonus plus 1 auf Geschwindigkeitsrettungswurf für Sprungweite ist erhöht. Hm. Kaufen wir mal. So, jetzt hat sie wieder ordentlich Knete. Können wir wieder was verticken. Schlichtes Gift. Dolch. Braucht man nicht, braucht man nicht. Das behalten wir mal. Auch wegtun. So. Halte ich alle mal noch. Öl der Verkleinerung brauchen wir auch nicht. So. So, jetzt haben wir wieder ordentlich vertickt. Wenn der Träger seinen Kampfrausch beendet, 15 Trefferpunkte. Ist das selber? Nee, das sind hier die Handschuhe des unheilvollen Schlags. Wenn du meinem Waffenangriff Schaden bewirkst, erleidet das Ziel ein Malus um die Rettungswürfe gegen den nächsten Zauber. Nee. Kälteschaden bewirkt, Fuchsen bezogen. Nee. Blitzfeuer, Kälte, Schallschaden. Wucht. Nee.
Trank der Geschwindigkeit nehmen wir uns mit. Heiltränke nehmen wir uns mit. Mal hier noch Gedanken lesen, ne. Ja, und dann, was haben wir hier noch? Amulett der Wundheilung. Wenn du sterben bist, stabilisiert sich das automatisch. Maximiere die Anzahl der wiedergestellten Trefferpunkte. Welches Amulett trägt sie gerade? Regeneration von... ich glaube, das nehmen wir mal mit. So, donnerndes Niederstrecken. Nee. Zitronen, Limette, Salbeigrün, Schwarz und Ofenrot. Dunkler Flieder, Harlekin Schwarz-Weiß. Das passt auch bestimmt ganz gut für, wenn wir uns ja hier irgendwie Aprikot oder sowas so liegen. Harlekin Schwarz-Weiß. Was gibt's hier noch? Also Pfirsich Aprikot, genau, das war unser. Grün, dunkler Flieder. Nee. So, okay. Jo. Dann machen wir was zum Verkaufen. Festhalten, Dinge, nee, das behalten wir ja alles nochmal. Hier. Eis, Blitz. Passt eigentlich auch alles. Einfaches Gift können wir noch verticken. Ich glaube, hiervon können wir auch mal die Hälfte verticken. So. Wiederbelebungsrollen hat jeder eine? Ja. Okay. Hat sie noch welche zum Verkaufen? Nee. Nur hier nur noch ein Pfeil des Blitzes. Okay. Now, I believe you have places to be. Yep. Ja. So, wir gehen aber jetzt hier nochmal in ihren Ausrüstungsslot und rüsten das nochmal kurz aus. Und stellen eben mal den Stufe 3 Zauberplatz hier. So. Dafür können wir es nämlich jetzt hier eigentlich angelegt lassen. Also hier mitnehmen, mitgenommen lassen. Und wir. All's well that ends. Not as bad as it could have. Zup. Einmal kurz hier Harlekin anmalen. Naja, klang auch besser als es aussieht, ne? Wie sieht das aus mit den... Wow, da hat sich ja irgendwie nichts großartig verändert. Naja. Ja, ja, ja. So, das senden wir mal ins Lager. Das auch. So, und dann haben wir hier ganz viel Zeug. Die können wir auch ins Lager senden. So, das hier.
So, also effektiv macht das plus 1 auf die AC wegen der plus 2 Geschicklichkeit. Das wird weniger sein als das hier. Ja, um einen. 14 gegen 15, ne? Sieht aber auch echt fetzig aus. Aber der positive Sache ist, er kriegt jetzt dadurch auch hier Geschicklichkeit 19. Können wir, glaube ich, hier besser sehen. Ne? Und das heißt, wir kriegen dadurch auch bei Rettungswürfen sowieso noch einen Bonus. Und wir treffen die Leute besser mit unseren Armbrustschützen-Sachen. Und genau, hier haben wir mal plus 7. Und jetzt haben wir hier plus 8. Also ich glaube, das lohnt sich schon für die eine AC. Außerdem sieht es cooler aus. So. Wir senden zwar ins Lager. Und schauen mal, wie wir damit zurechtkommen. Es gibt ja einige starke Kämpfe, wo wir das mal testen können. Very well. So. Aber wie es hier weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.